Sie haben es dem Programm entnommen, ein Überraschungskonzert anlässlich des 175. Hochzeitstages von Clara und Robert Schumann hier im Schumannhaus. Der Titel des Programms lautet Beziehungen. Romantik trifft auf eisig kalte Realität. Der 175. Hochzeitstag. Vielleicht kennt sich ja der ein oder die andere mit Jubiläen aus. 175. Hochzeitstag, das ist die Kronjuwelen-Himmelshochzeit. Man kann auch Eichenengels-Rosenhochzeit dazu sagen oder Gnadenperlen-Porzellan-Platin-Hochzeit. Für den schlichten Beobachter eine siebenfach silberne Hochzeit. 175 Jahre. Das wäre natürlich jetzt wirklich was ganz Besonderes, wenn das Brautpaar mit uns feiern würde. Madame Friese, Dr. Oesterlei aus Hannover, Professor Kittel aus Prag, Dr. Karl aus Breslau, Kommunist, aber der Schriftsteller überwiegt bei weitem. Vetter Kund, kommt raus. Pass, Reuter und Wenzel waren zu Tisch bei uns. Mir schmeckte es nicht vor lauter Hausfrauings, dass es den Gästen nicht schmecken möchte. Oder dass das Essen nicht zureiche und zu verschiedenes noch erreicht. Advokat Steinitz, wir müssen im Gewandhauskonzert spielen. Der Nachmittag war ein langweiliger. Wir wussten nicht, was anfangen mit unseren Gästen. Uhlmann ist gar nicht musikalisch und Kellner noch ein Anfänger.
Er verließ uns den ganzen Tag nicht, folgte jedem unserer Schritte. Man kann sich ja aber nicht retten vor diesen jungen Leuten. Gedanken gefangen, begann ich zu bangen, hab ich wirklich verfragt, in allen Belangen. Diese Frage ist so zerstörerisch, man verliert seine Würde, sein Gesicht. Was bleibt sind Gefühle, die werden zur Bürde, zum Gewicht. Aber was kann man dagegen tun? Es bricht einfach herein, wie ein Taifun. Man ist nie auf sowas vorbereitet, wird stattdessen auf viel geleitet. Und immer wenn das Herz verzagt, hörst du diese Stimme, die dir sagt, enttäuscht dich zu spät ein, fast immer. Zwei Füglein, die Stimmen zu hören ist schlimmer. Zwei Füglein, die Stimmen zu hören. Ich zu dir, ich zu dir. Als ob ich kann sein, als ob ich kann die Stimmen zu hören. Bleib ich an dir. Es vergeht kein Stunden der Nacht. Tatsächlich ich, nie ganz du und beinahe nie verstellt. Ich habe gehofft, dass dir das gefällt. Ich habe so viele Ziele, vielleicht sind es viel zu viele. Und ich weiß, was ich will, wenn ich mit den Gedanken spiele, noch mehr ich zu sein, als ich es gerade eben war. Zeit fliegt meine Gedanken auch so weit, dass ich denke, dass es besser wäre, alle immer etwas anzuschreien. Dann wäre ich allein, Gefühle vermeiden, bevor sie entstehen, bevor etwas auf mich zukommt, wegzugehen. Das hab ich mal vor, weil es sein wird erschien. Ich hab's gelassen, ich fand's Freude zu viel. Ich hab's gelassen, ich fand's Freude zu viel. Ich mach das auch.